Hallo und herzlich willkommen alle da draußen, die sich zugeschaltet haben und natürlich ein besonders herzliches Hallo nach Irland, liebe Maike. Wie geht es dir? Hallo, Kehrt Miller Kehrt mir ja Folge aus Deutschland. Und Verwundert. ich glaube, Maike, wir müssen uns noch mal vorstellen, weil vielleicht sind ja ein paar Leute noch da, die das letzte Mal nicht beim ersten Teil dabei waren. Und liebe Maike, möchtest du dich ganz kurz vorstellen? Na klar, also hallo an alle Zuschauer, natürlich auch hier live aus Irland. Ja, mein Name ist Maike Hoffmann, ich bin gebürtige Dortmunderin und nach Reisen durch die ganze Welt bin ich in Irland geblieben, was immer schon mein Traum war eigentlich als kleines Mädchen schon. Und ja, ich bin in den Tourismus gerutscht, bin Reiseleiterin seit 8 Jahren hier in Irland, vorher auf Flusskreuzfahrtschiffen. Und begleite seit, ich müsste lügen, 3, 4 Jahren Kopp- und Spanglerreisen hier mit Christopher durch die Republik von Irland und Nordirland. Ich bin Reiki-Masterin, Kanto-Holistic Touch Practitioner und arbeite viel schamanisch und energetisch und finde natürlich alles, was keltisch ist, sehr, sehr interessant. Genau, und neben dir sieht man so halb angeschnitten auch einen Begleiter von dir. Ja, komm mal her, komm her. Komm, sag mal hallo, komm mal her. Ein echter irischer Hund. Hier ist der echte irische Hund. So, der ist dann heute mit dabei für die Aufmerksamkeit. Ja, Sag mal hallo. das mit dem in die Kamera gucken üben wir noch. Klar. Mali, bist du kamerascheu? Ja, Komm Mali mal ist ein her, bisschen Mali. kamerascheu. Ist ein bisschen kamerascheu. Da ist er, Mali. Dein Ist der Mali. Begleiter auf Schritt und Tritt, würde ich mal sagen. Und ja, wo genau bist du jetzt gerade in Irland? Verrate es uns noch mal. Ja, also ich bin tatsächlich in mein, ja, sag mal, Lieblingsbundesland Donegal gezogen, also ganz im Norden von, du zeigst es gerade, von der Republik von Irland. Das ist also die EU, aber es ist geografisch im Norden von Irland, aber es ist eben die Republik von Irland. Also Donegal ist das Bundesland. Also man kann sagen, das hier ist ungefähr dieser größere Klotz, das ist politisch Nordirland und Genau. diese kleineren Stückchen, die gehören alle zur Republik. Wobei man sagen muss, dass Genau. Nordirland auch wieder unterteilt ist in Provinzen, ist auf dieser Karte jetzt nicht dargestellt. Genau. Aber so kann man sich das merken. Und wo bist du da jetzt? Du bist irgendwie da oben, ne? Ganz oben. Da bist du fast richtig, ganz genau. Ja, Ja, ja. Also also. das ist die sogenannte Sheep Haven. Peninsula, wo ich bin. Also Da. wirklich da ganz oben, ja, genau. Und wenn ich quasi an der Klippe stehe, dann kann ich rüberwinken Richtung Tori. Grönland Und oder du so. siehst auch Tory Island, siehst du, glaube ich, ne? In deiner Nähe. Ist das? Ja, der nächste Ort, Dunfermline. Von Dunfermline sehe ich Tory Island. Und ich war ja selber, letzten Sommer war ich ja endlich da. Ja, das ist eines meiner Traumziele in Irland noch. Wie war's auf Tory Island? Also Tory Island ist wirklich ganz speziell. Tory Island ist ganz speziell. Sehr mystisch. Und der Marley war natürlich dabei. Wie immer, der ist ja immer mit mir. Und ich muss sagen, eine ganz tolle Energie. Da gab es ja eine ganz berühmte Galerie. Diese Galerie ist leider zu, die gibt es nicht mehr. Es gab ja einen naiven Maler auf Tory Island. Und es gab ja auch den König von Tory Island tatsächlich. Genau. Und der König ist aber leider gestorben. Aber die Insel ist es natürlich wert. Das ist die nördlichste Insel von Irland und immer noch sehr mystisch. Großes Tau-Cross, ne? Ja, also sagen wir mal so, warum das für mich so eine Besonderheit hat, weil es natürlich auch mythologisch interessant ist.
Auf Tory Islands sollen ja die Fomorians ihr Domizil gehabt haben. Und wer meine Serie Geschichten aus der Anderswelt verfolgt, da gibt es mittlerweile 3 Kapitel, mehr habe ich noch nicht geschafft, wo ich diese mythische Geschichte Irlands zeige. Und jede dieser Völker, die Irland sozusagen einnehmen wollten, die mussten auch unter anderem gegen die Fomorians kämpfen oder sich beweisen. Also ein seltsames Volk, von dem man sagte, sie hätten nur ein Auge, ein Bein, ein Arm, überhaupt nur eins. Eigentlich bewegen sie sich wie Schlangenwesen vorwärts. Und die sollen auf Tory Island ihren Hauptsitz gehabt haben. Und dort soll der König der Fomoria, Balor mit dem bösen Auge, seinen Turm Genau. gehabt haben. Und Balor mit dem bösen Genau. Auge ist wiederum der Vater oder der Großvater von Lu, der dann später seinen eigenen Großvater in einem großen Kampf besiegt hat. Und was ich auch toll fand, als ich dort auf die Insel kam, weil vielleicht denkt man in Deutschland, diese Mythen sind ja so ein bisschen, ich will die Märchen damit nicht schmälern, ne? Die deutschen Märchen oder Märchen der Welt. Aber die mystischen Geschichten von Irland sind einfach viel mehr präsent hier im Alltag. Das Erste, was ich sah, als ich nach Tory Island dann ankam, da ist die Geschichte gerade von Balor mit dem bösen Auge ist an einem riesengroßen Haus aufgemalt und die Geschichte steht darunter. Und überall in Irland, unsere Mystik hier, sieht man an Häusern, sieht man überall niedergeschrieben. Sie ist wirklich lebendig. Das ist sehr schön. Das wäre in etwa so, wie wenn man bei uns, naja gut, jetzt nicht vielleicht ganz bei uns in Bayern, aber vielleicht auch im nördlichen Bereich, wenn jetzt überall an den Häusern Odin oder Thor oder Donar oder sonst wie irgendwie lebendig ist. Das ist praktisch, das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, du hast das auch mal erzählt oder ich weiß gar nicht, wer es erzählt hat. Vielleicht war es auch einer der Busfahrer, das weiß ich gar nicht, dass sie das in der Schule ja richtig lernen, ne? Also die lernen richtig ihre irische Mythologie kennen, ne? Also das ist nicht so, was unter ferner Liefen ist. Genau, also die irische Mythologie wird unterrichtet. Ich muss sagen, sie ist natürlich auch sehr weitläufig, ne? Jede irische mystische Geschichte greift ja in die andere ein. Das ist ja nicht wie in Deutschland zum Beispiel die abgeschnittenen Märchen, sondern das ist ja quasi wie eine Familie. Jeder ist mit jedem verwandt, so wie das heute in Irland auch immer noch ist. Hier muss man ganz vorsichtig sein, was man sagt, weil jeder kennt jeden und jeder hat irgendwo den vierten, fünften Cousin. Und das habe ich hier schnell gelernt, nicht zu viel zu erzählen. Oh ja, genau. Tory Island am Baris, ganz genau, so schreibt man diese Insel. Und ich finde das irgendwie so faszinierend, weil natürlich, es gibt halt unglaublich viele Geschichten, die eigentlich jeder kennt, wie die Geschichte der Kinder des Lear zum Beispiel, ne? The Children Ja, of Lear oder Schwäne. Cuchulainn oder, also das sind alles Sagengestalten, die sind den Leuten bewusst. Aber frag mal bei uns jemanden zu irgendwelchen Sagengestalten. Na klar, man kennt vielleicht noch Siegfried, den Drachentöter, aber man hat irgendwie ansonsten kaum mehr Bezug dazu. Ich weiß nicht, woher kommt das, dass die Iren so ein Bewusstsein für ihre alte Vergangenheit haben, wo sie doch auch so stark vom Katholizismus eigentlich auch überrannt wurden. Ja, aber ich meine, ich habe dir ja gerade privat gesagt, dass ich jetzt die letzten 2 Nächte war ich ja mit meinem kleinen Van campen und in einer Gegend, die ich auch noch nicht kannte. Und was hier ganz wichtig ist in Irland, ist, dass wenn immer du Menschen triffst, und ich habe halt diesen alten Farmer getroffen mit seinem Hund und der kam gucken, warum meine Freundin und ich dort gecampt haben. Und überall hat jeder Mensch Zeit zu sprechen. Der hat uns sofort in sein Haus eingeladen für, wenn wir möchten, einen kleinen Whisky und so weiter. Und dann werden Geschichten erzählt. Das heißt, die Kelten haben ja ihre Geschichten. Wie haben sie sie weitergegeben? In der Form von Songs, also Liedern, oder wie sie halt weiter erzählt worden sind. Die Kelten haben ja am Anfang, soweit ich das mitbekommen habe, gab es nicht wirklich alles niedergeschrieben. Und auch heute ist das noch hier so, die sogenannten Geschichtenerzähler, das ist ein ganz wichtiger Stand in Irland. Es gibt die nicht so wie früher, wo sie wirklich mit ihrem kleinen Bündel
über die Insel gezogen sind und als es natürlich noch kein Fernsehen gab oder sonstiges, waren das ganz begehrte Menschen. Wenn man sagte, der Geschichtenerzähler, der Storyteller kommt in unseren Ort, dann wurde der Pub aufgeräumt. Er saß am Feuer, dort, wo es warm war. Und die Geschichten in Irland, da dauert mal eine Geschichte 2, 3 Stunden. Ja, die sind unglaublich detailliert, aber die waren unglaublich gern gesehen. Und gegen Unterkunft und Mahlzeit hat man sie dann quasi bei sich im Ort gehabt und das war das Entertainment. Ja? Genau. Michel Kolchosnik Bauer bemerkt kritisch, als müssen die nicht schaffen, oder? Ich würde mal sagen, dass sie die Zeit, die die Wer? nicht schaffen, weiß ich nicht, vielleicht weil sie so viel Zeit zu reden haben, ist jetzt kommt es gleich der deutsche Einwand. Ich habe keine Zeit zu Also, reden, muss schaffen. ich sag das mal so. Und das erkläre ich auch immer den Gruppen im Bus. Ja, ich bin hier auch sehr anders geworden. Mein deutsches Denken ist hier wirklich anders geworden. Und ich kann nur sagen, für mich persönlich, ich bin hier ruhiger geworden. Ich habe mehr Frieden in mir gefunden. Warum? Natürlich, wenn man hier in der Hauptstadt ist, in Dublin oder in der größeren Stadt wie Cork oder Belfast, da ist das Leben genauso, aber die meisten Iren leben dörflich. Was ich hier gelernt habe, ist, was wichtig im Leben ist, ist, dass du es warm hast, dass du genug zu essen hast, genug zu trinken hast, dass deine Familie gesund ist. Und das ist erstmal all das, was wir im Leben brauchen. Das sind unsere Basic Needs, okay? Und all das, was wir danach haben, ein Auto reisen zu können, vielleicht sogar einen Camperwagen zu haben oder noch ein Ferienhaus, das ist der absolute Luxus. Wir haben so viel Kleidungsstücke, Luxus. Und deswegen, die Iren sind unglaublich bodenständig, weil sie aber auch nie viel hatten. Man muss sich überlegen, hier kam erst in den 50er Jahren Elektrizität auf die Insel, die Hungersnot. Viele Iren sind ausgewandert nach Australien, Amerika, England, wo sie heute auch noch sind. Das sind sehr, sehr genügsame Menschen. Und ja, hier hat man Zeit, um überall noch zu reden. Hier ist aber auch nicht, dass, also ich kenne das hier nicht, dass man an der roten Ampel zum Beispiel stehen bleibt, weil man vielleicht gerade vor sich herträumt, dass da gehupt wird. Oder wenn du hier in einen Shop gehst und du kaufst ein, da ist eine lange Schlange. Du hast aber erstmal Zeit, mit der Kassiererin zu sprechen und da bemeckert auch keiner. Also ich liebe das. Das ist, glaube ich, etwas, was wir, die wir mittlerweile durch unseren Konsum und durch auch diese Tatsache, dass wir geprägt sind von der Idee, wer gut essen will, muss arbeiten. Ja, also das heißt, wir sind so geprägt von so einem, ich würde auch mal sagen, protestantischen Denken, dass ein gutes Leben immer davon abhängt, viel zu arbeiten und dass da sozusagen ein gutes Leben das Ergebnis von viel Arbeit ist. Da sind in Irland die Werte komplett anders. Also das ist einfach anders kulturell geprägt und für alle, die jetzt nach Irland kommen und gerade in den ländlichen Gegenden unterwegs sind, ist das oft eine Herausforderung. Aber man kann lernen, sich da hineinzubewegen und hineinzufühlen. Muss man auch, weil sonst hat man keine Chance. Wenn man nicht bereit ist, sozusagen die Qualität der Zeit über das Quantum der Zeit zu stellen, ja, dann ist man in Irland irgendwie ein bisschen verloren. Also das, Und ich das Leben, man muss auch ganz klar sagen, das Leben in Irland ist schwieriger als in Deutschland, Ja. weil du hier, du hast ganz wenig öffentliche Verkehrsmittel wie Bus oder Taxi. Du brauchst hier ein Auto. Das Wetter ist harscher als in Deutschland, weil es halt nasskalt ist. Sowas kennen wir in Deutschland gar nicht. Aber die Hilfsbereitschaft ist hier höher. Weitaus höher. Ja, ich meine, das haben Ja, wir weil immer wir alle wieder wissen, wir erlebt. müssen uns gegenseitig helfen. Das haben wir immer wieder zu Genüge erlebt. Ich meine, du sowieso. Aber selbst für die Fälle, die wir hatten auf unseren Reisen, ich erinnere mich, das war jetzt keine Reise mit dir, das war eine Reise davor, wo wir in einem Bus saßen, der auf einmal mitten auf der Straße stehen blieb. Na, da war also wirklich, ich glaube, das war sogar relativ gefährlich. Ich glaube, irgendwie so ein Rad von einem Bus war locker. Und irgendwie merkte ein Gast dann später irgendwie so,
Ja, das klingt irgendwie so komisch, das Auto. Und dann hielten wir an, so mitten auf so, weißt du, auf so einer ganz schmalen, fast Single-Track-Road. Gerade so, dass du noch ein anderer Bus hätte vorbeikommen können. Und links und rechts Mauern mit Kühen dahinter, die natürlich völlig neugierig gleich mal alle kamen und geguckt haben. Klar. Und was da wohl los ist, weil also eine Traube von Kühen um uns rum. Und es hat also wirklich, wir waren Middle of Nowhere, würde ich mal sagen, aber es hat nicht 5 Minuten gedauert, bis nicht irgendeinen Cousin von irgendjemandem anrufen konnte. Der Busfahrer wusste genau, der war gar nicht Genau. aus der Gegend. Der war nicht aus der Gegend, aber der wusste, wen er jetzt anrufen muss. Und der Cousin von dem Cousin stand innerhalb von 5 Minuten da und hat diesen Bus wieder flott gemacht. Das Aber ich war. war dabei. Du warst Und dabei, weißt du, wo was? das war? Weißt du, wo das war? Das war im County Clare. Und wir kamen von den Cliffs of Moher. Und wir waren außerhalb von La Hinch. Also Warst da müsste du ich mich, oder da? es war echt eine andere Gruppe, Das aber war das noch ist eine mir andere dann da Gruppe. auch passiert. Das Okay. war, das ist uns Aber bestimmt das. zweimal passiert. Aber dann ist es uns zweimal passiert. Aber das eine war, glaube ich, noch mit Nicola Jennings. Das Okay. war kurz vor Uschnack. Da waren wir kurz vor Uschnack. Das war das erste Okay, Mal, kann ich mir denken. wie wir da überhaupt waren. Und ich wusste gar nicht, wie man da hinkommt und so weiter. Und die Nicola kannte das Okay. nicht. Es war eine Zeit, wo Uschnack noch, da konnte man, glaube ich, nur mit dem Bauern hin. Und da gab es noch nicht dieses Center und so weiter. Das war also alles. Und ich sag dir, das Interessante ist, obwohl wir einen Break hatten in unserem Zeitplan, ja, das ist ja für den Reiseleiter der Horror, na, Essenszeiten im Hotel einhalten und. Wir haben alles wunderbar geschafft. Natürlich. Es war einfach, einfach, ja. Ja, Aber ja. ich glaube, wir hatten auch so eine Situation schon ein paar Mal, wo dann einfach irgendwie jemand, also das, und ich bin immer wieder erstaunt, du hast recht, jeder kennt dort jeden. Das geht über die Ja. ganze Insel. Also das ist nicht so, dass. Alles, das hat alles Vor- und Nachteile. Ja, natürlich. Also ich bin hier sehr, ich habe hier gelernt, sehr diskret zu sein, obwohl wir als Deutschen ja sehr offen sind. Ja, also für die Iren sind wir sehr offen. Aber ich habe hier gelernt, ein bisschen aufzupassen. Wobei man Also. sagen muss, mit Offenheit meinen die wahrscheinlich so, dass man so bestimmte, dass es keine Tabuthemen so wirklich gibt, ne? Dass wenn wir es, was wir die Sachen aussprechen, meinst du das mit offen? Ja, und ich glaube, der größte Schock war, dass ich meine Reiseleitung hat, eine Reisegruppe hatte und wir waren natürlich auch in Hotels, die Sauna und Swimmingpool haben und die Gäste haben mich angeguckt. Ich habe gesagt, ihr wisst hoffentlich, dass man in Irland auf gar keinen Fall nackt in die Sauna geht. Um Gottes Willen, meine Güte. Und selbst wenn ich das heute noch Iren erzähle, die zum Beispiel niemals in Deutschland waren, die können das nicht glauben. Die sagen, das ist nicht dein Ernst. Mixed Saunas, naked, das ist für die immer noch der Lacher schlechthin. Ich meine, es ist, glaube ich, auf den ganzen britischen Inseln ungewöhnlich, aber in Irland noch mal gleich dreimal mehr. Ja. So, ich weiß nicht, warst es nicht du, das mal erzählt hast, dann irgendwie, dass du angerufen wurdest, oder war das in Südengland, das weiß ich gar nicht. Du wurdest mal angerufen, ne, von der Rezeption, da sind Gäste von dir nackt in der Sauna. Ja. Natürlich, und das ist ja auch so auf Gruppenreisen. Ich meine, die Gäste kriegen viel Information, ne? Viele Jahreszahlen, und die haben das echt vergessen, dass Ja. ich wirklich darauf hingewiesen habe, dass man hier in Irland auf gar keinen Fall nackt in die Sauna geht. Aber die sind da nackt rumspaziert, dann kannst du dir das vorstellen, dass das Personal im Hotel total Alarmstufe rot und um Gottes Willen und ja, natürlich. Viola meint, ach so, wie geht man denn dann in die Sauna mit Bikini? Ja, einfach Ja, bekleidet. natürlich. Ja, einfach wie wenn du ins Schwimmbad gehen würdest. Also es So. ist noch nicht so schlimm, dass wir voll Neoprenanzug hier brauchen, aber Ja. Bikini wäre gut. Und Bademantel drüber ist auch nicht schlecht. Also nicht schon im Bikini durchs Hotel laufen. Also, das sind einfach andere Sitten. Das ist übrigens etwas, was, glaube ich, in Deutschland Oh. üblich ist und auch in skandinavischen Ländern ist natürlich das auch üblich, aber glaube ich, sonst nirgendwo auf der Welt ist das eigentlich so. Naja, also da erlebt man Ja. natürlich was. Also ich glaube, was wir damit ausdrücken wollen, ist auch, obwohl Irland ein europäisches Land ist, gibt es einfach ganz krasse kulturelle Unterschiede.
In einem positiven Sinne, das tut uns sehr gut. Ich glaube, warum wollen so viele Leute auch oder lieben Irland einfach auch, weil sie merken, dass sie da echt runterkommen, weil es einfach diesen Faktor von Zeit auf einmal gibt. Und das ist so, und vor allen Dingen auch dieses, dass die Iren immer alles möglich machen wollen. Das finde ich auch so etwas. Also die, da gibt es irgendwie nie, da habe ich noch nie erlebt, dass einer gesagt hat, mach ich nicht, geht nicht. Nein, So, nein. Punkt. Also es gibt, das habe ich letztens noch einer Freundin gesagt. Ich sage, es gibt hier einen Satz. Nein, es ist mir eine Antwort. Eine Antwort, die mir immer unglaublich ans Herz geht, die so wunderschön ist, die man eigentlich gar nicht wirklich ins Deutsche übersetzen kann. Aber wenn du hier sagst, kannst du mir helfen oder ich habe ein Problem, wo ich nicht weiß, dann antworten die hier ganz oft, leave it with me. Und das ist für mich, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, ist das nicht schön? Leave it with me. Das ist dieses, du hörst jetzt auf, dich zu kümmern, denk gar nicht drüber nach, sorg dich nicht. Leave it with me ist, ich werde das regeln. Ja, aber das ist emotional weitaus mehr, als wenn ich im Deutschen sage, ich kümmere mich darum. Leave it with me ist, macht mehr. Ne? Ja, das ist so viel, lass es bei mir. Ne? Also lass los, lass es bei mir. Ja? Also ich übernehme das für dich. Und das ist natürlich so, glaube ich, eine Grundhaltung auch, die wir im Deutschen nicht gewohnt sind. Dass jemand zum Beispiel wirklich gerne was für uns übernimmt. Ja? Einfach auch sagt, ich mache das gerne für dich. Sondern bei uns ist immer so, nee, wir wollen nicht schuldig werden. Ich habe manchmal so das Gefühl, wir machen viel selbst hier in Deutschland, einfach schon alleine aus dem Gefühl heraus, ich möchte ja nicht, dass ich irgendeinem anderen irgendwas schuldig bin. Und ich glaube, das ist etwas, was du in Irland nicht findest. Also, dass jemand daraus dann noch irgendwie sagt, ja, aber ich habe dir vor 5 Tagen, habe ich dir geholfen, jetzt hilfst du mir bitte auch. Oh Gott, das habe ich in 8 Jahren, die ich jetzt hier bin, noch nie erlebt. Ja. Und ich meine, die Menschen, die mich ein bisschen kennen, in 8 Jahren in Irland ist verdammt viel erlebt. Ich bin allein hier hingekommen. Es gab viele, sagen wir auch mal, brenzliche Situationen. Und was die Iren da für mich gemacht haben, obwohl die mich nicht mal kannten, unfassbar. Ja. Ja. Viola Ja. beschreibt hier gerade, ich bin dort auf den Mount Eagle gewandert und fand dort einen Wasserfall und bin dort nackig reingesprungen. Oh weh, wenn da wer gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich Ärger bekommen. Ich glaube, Viola, du hättest keinen Ärger bekommen, aber du hättest ziemlich erstaunte Blicke geerntet, würde ich mal sagen. Ja, und du wärst das Pappgespräch gewesen für ungefähr das nächste halbe Jahr. Ja, genau. Stell dir vor, was ich auf dem Mount Eagle gesehen habe. Crazy Eine German Tourist. Nachtelfe. Eine Nacktelfe. Oder man hätte wahrscheinlich gesagt, oh, eine Selkie. Ja, die kommen ja eher nach Schottland Eine vor. Selkie. Ja. Halb Seehund, halb Frau. Ja, genau. Aber es war wundervoll. Ich glaube, Viola, das hast du alles richtig gemacht. Und ich habe noch nie erlebt, dass man irgendwie Ärger mit Iren wegen sowas bekommt. Vielleicht lüge ich, aber weil ich es noch nicht erlebt habe. Aber ich glaube, man würde da immer 1000 Augen zudrücken. Ja. Vielleicht, wenn du Gut, einen das Einzige, wo man ein bisschen aufpassen muss in Irland, was die Bauern nicht gern haben, was man aber auch verstehen muss. Ich habe ja in unserer ersten Sendung schon gesagt, 80% der Insel Irland sind in privaten Händen. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu Deutschland, dass hier Ja. wenig öffentliches Land ist, ne? Mal abgesehen von Stränden oder so. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Steinkreis oder einen Dolmen oder ein Hügelgrab besichtigen will, ist das ganz oft auf privatem Land. Und ich war letztens am St. Bridget's Well, als der Heilige Brigittentag war, und auch dieser liegt auf einem Feld eines Farmers. Und natürlich kümmere ich mich dann darum, erstmal den Farmer zu finden, an irgendein Haus zu klopfen und zu fragen, darf ich hochgehen? Wenn man das nicht tut, dann werden auch die Bauern mal ein bisschen böse. Aber nicht, weil sie dich nicht da haben wollen, sondern weil oft auf den Feldern Bullen sind und die Bullen manchmal einfach nicht lustig sind und dann kriegt der Bauer ein Problem mit den Versicherungen. Ja, und natürlich, es hat, also ich glaube, das ist ein Aspekt und es hat auch ein bisschen den Aspekt, dass Landbesitz irgendwie sakrosankt ist. Also also mein Land, das gehört mir, hat nochmal einen anderen Stellenwert. Und zwar ein bisschen auch so ein Stellenwert von
Ja, das ist also man fühlt sich so verbunden damit. Ich meine, ich kenne das ja, dass wenn du die Leute fragst ich habe, glaube ich, noch nie ein Nein gehört. Ja, Nee, ich auch nicht. müsste ich jetzt mich wirklich, also nee, habe ich noch nicht gehört. Wahnsinn. Aber schon, es gibt ja ma manchmal so, wie zum Beispiel jetzt The Grange bei Loch Gur, wo ja der Farmer ja verstorben ist vor 2 Jahren oder 3 Jahren war das. Ja. Der dann einfach eine Büchse aufstellt, wo man einfach ein paar Euros reinwerfen kann, einfach fürs Farmland, ne? Weil ich glaube, das sind so diese Gesten, die sie brauchen, ja, also so eine Art Wertschätzung, die dahinter steckt. Und wer dann einfach so drauf rumlatscht, das ist so ein bisschen wie wenn man, ich glaube nicht, dass es rein der Besitz ist. Hilf mir, es anders zu formulieren, aber das hat für die einen Nein. ganz wichtigen Stellenwert. Nein, der Besitz ist es auf gar keinen Fall. Ich habe, als ich damals auf die Insel kam und dann hatte ich ja einen irischen Partner, der recht viel Land hatte. Und ich erinnere mich daran, wie der gesagt hat, bevor du hier irgendwas mit mir auf dem Land machen kannst, also zum Beispiel einen Garten anlegen, Gemüsegarten anlegen oder so, musst du das Land doch erstmal kennenlernen. Und ich habe gedacht, was meint er denn, das Land kennenlernen? Und dann hat er mich wirklich 3 Wochen jeden Tag bin ich mit ihm über das Land gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Land ist anders. Jeder Platz fühlt sich anders an. Da ist es matschig, da musst du aufpassen, da ist es moorig, da ist zu viel Kalk im Boden. Das Land ist so divers hier, dass du wirklich erstmal, die sagen hier, Zeit mit dem Land verbringen musst, damit das Land dir hilft, zum Beispiel einen Garten anzulegen oder einen kleinen Wald oder so. Und jetzt verstehe ich es, weil es ist wirklich so, du musst das Land hier kennenlernen und du siehst, wie du jetzt zum Beispiel in deinem Foto dort hinten hast, das sind ja diese Binsen, diese Büsche, die da hochstehen. Und je mehr Binsen auf dem Feld ist, das zeigt an, dass das Land nass ist. Je mehr Binsen, desto nasser ist das Land. Naja, du siehst hier unten auch gleich eine Quelle. Da ist dieses Kreuz und da ist die Quelle. Siehst Wir du? sind übrigens hier in Nordirland. Das ist das Ringfohr Guiana-Nawalia. Das ist, haben wir lange geübt, bis wir das richtig ausgesprochen Ja. haben. Wenn ihr, bitte fragt mich jetzt nicht, wie man schreibt. Ja, also es genügt mir, dass ich es jetzt aussprechen kann. Es ist, also Guiana ist die Sonne, so viel steht schon mal fest, es ist das Ringfohr der Sonne, was wir auf unserer Reise durch den Norden Irlands auch besuchen. Das liegt ziemlich oben auf einer Hügelkuppe und da ist dieses Ringfohr, da geht man dann so rein und innen drinnen ist dann wiederum ein bisschen so Windstille. Also es ist ein sehr magischer Ort, letztendlich, der in enger Verbindung auch mit der Sonne steht. Und mit einer Göttin, denn man muss wissen, dass im Irischen Sonne ein weibliches Wort ist und dass es auch eine weibliche Göttin gibt. Also nicht so, wie wir das aus den romanischen Ländern kennen, wo die Sonne stets männlich ist. So wie im, wie schreibt man es? Ich wusste, Salis, dass du das jetzt fragst. Okay, also, man schreibt es. Mitschreiben bitte. Gria Nan. Grianan und dann Na-N-A und dann Wailia ist A-I-L-E-A-C-H. Genau. Ist doch ganz einfach. Guiana Ja, Nawalia. eben. Total easy. Und ich muss sagen, da oben der Blick, es ist ungefähr so 40 Minuten von mir, ich fahre da oft hin. Und da oben hast du einen absoluten 360-Grad-Blick über die Inishowen Peninsula, über Derry. Du siehst Derry, du siehst die, also es ist also an der Grenze von Irland zu Nordirland, die Grianan Nawalia. Du guckst über Donegal, wo ich gerade lebe, du guckst auf der anderen Seite dann runter. Richtung Sligo manchmal sogar an guten Tagen. Also die Energie da oben und dieser Blick ist unfassbar, ja. Ich finde es einen super magischen Ort. Wir hatten manchmal so ein bisschen Pech mit dem Wetter. Da kann es also oben ziemlich zugig sein. Aber wenn man da so ein Stück runter geht, so wie ich das hier gemacht habe bei dem Bild, das Bild ist ein Bild, das ich gemacht habe, da ist eben so eine kleine Quelle und da ist dieses Kreuz. Das ist natürlich ein christliches Kreuz, aber das typische keltisch-irische christliche Kreuz, also das keltische Kälte Kreuz, keltische Kreuz. Und
das markiert diese Stelle, aber diese Quellen, die sind so wichtig, weil die Kelten früher selbst immer irgendwo ihre heiligen Quellen in der Nähe der Orte haben. Also diese Forts, diese Ringforts stammen aus der Eisenzeit, also aus der Keltenzeit. Wir haben ja in Irland noch viel, viel ältere Monumente. Ich denke jetzt mal Newgrange, das ist die Jungsteinzeit. Wir haben bis in die mittlere Steinzeit hinein. Dann hört es aber auch schon wieder auf, weil Irland zuvor noch unter den Gletschern so begraben war. Ne? Aber als die dann sich zurückzogen, kamen sich auch Menschen, auch über die Landbrücke nach Irland. Aber wir haben einfach unglaublich, unfasslich viele alte Monumente aus der Jungsteinzeit und aus der Bronzezeit. Und die liegen halt, es sind halt so wahnsinnig viele, dass viele der spektakulärsten einfach irgendwo auf Privatgrund liegen. Da könnte der Staat gar nicht so viel Land kaufen, dass das irgendwie frei verfügbar wäre. Es geht gar nicht, weil eigentlich ist ganz Irland... Also Eine Freundin von mir, die aus Deutschland kommt, die jetzt gerade hier hingekommen ist, das sind zwei Freundinnen und die haben jetzt bei Sligo tatsächlich, jetzt muss ich mal überlegen, ich müsste lügen, ich glaube 6 Hektar gekauft mit einem Hügelgrab da drauf. Genau, und jetzt überlegen sie, ob die es der Öffentlichkeit zugänglich machen oder nicht, weil wenn du so ein Land kaufst, musst du es nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen. Mhm. Du kannst, aber da gibt es natürlich dann auch mit Versicherungen und wenn da was passiert. Mhm. Aber man kann so Land in Irland tatsächlich kaufen, ja. Das war, ich erinnere mich, ich bringe noch mal ein anderes Bild. Oh ja. Sehr berühmtes, eine der Ikonen, aber nochmal zu dem, was du sagst, ich erinnere mich auf den Aran Islands, da gibt es ja unglaublich viel so Forts auch. Ne? Es gibt ja ein paar, die man besuchen kann, Don Angus und so weiter. Das ist ja da, wo wir auf der Klippe stehen. Ne? Diejenigen, die sich die letzte Folge angeschaut haben, die erinnern sich da. Das ist Don Angus. Aber ich erinnere mich auch, dass es da unglaublich viele andere Forts gibt, die man so, wenn man da so durchfährt, immer links und rechts sieht. Und ich glaube, einer der Busfahrer hat uns dann erklärt, klar wären die interessant zu besichtigen, aber wer übernimmt den Versicherungsfall? Und deswegen geben die Bauern das einfach nicht frei, weil sie einfach keine Lust haben, dass sich jemand den Knöchel verstaucht und dann verklagt wird. Und ich meine, ihr wisst, wie die Leute sind. Es gibt immer irgendeinen, der sich nicht adäquat verhält. Ne? Wir haben auf Don Angus, das ist schon ein Weg, den man da hochgeht. Ne? Das ist machbar, aber das ist schon ein bisschen steinig und so weiter. Ja. Man merkt das schon, man muss sich Zeit lassen. Es ist auch toll, dass man sich Zeit lässt. Aber man braucht echt gutes Schuhwerk. Und ich habe da echt Leute erlebt, mit Badelatschen da hochgehen und die Leute denken sich nichts. Und dass dann irgendwann mal irgendwas passiert, liegt so auf der Hand, ja, also, und da kann ich jeden Bauern verstehen, der sagt, dann lasse ich lieber niemanden darauf. Ich weiß aber nicht, müssen die denn dann sich drum kümmern, dass das nicht weiter verfällt, weißt du das? Also wenn ich so ein... Also du hast zwei Möglichkeiten, wenn du jetzt etwas, was sagen wir mal ein Heritage wäre, also ein Dolmen, ein Hügelgrab, ein Steinkreis, dann kannst du dich entweder selber drum kümmern oder das OPW, die Office of Public Works, hat ja die meisten, auch diesen Dolmen, den Pulna-Brown-Dolmen unter sich. Das heißt, die haben den abgekauft, die zahlen aber nicht viel, weil sie sagen, naja, wir geben jetzt ein bisschen Geld, aber dann kümmern wir uns darum, ne? Landschaftspflege, dass die Wege öffentlich werden und die übernehmen die Versicherung. Okay, also das heißt, da muss man dann Kompromisse schließen. Aber tatsächlich, wenn ich so ein Stück Land mit dem Hügelgrab habe, dann gehört auch das Hügelgrab mir. Ja, ja, also meine Freundin, wie gesagt, die ist jetzt gerade vor ein paar Monaten hier hingezogen, die haben das gekauft und gar nicht teuer, um die Leute mal eine Idee zu geben. Also das Land sind 8 Hektar, das ist verdammt viel und da ist das Hügelgrab mit drauf und es ist 10 Minuten in die Stadt nach Sligo, das haben sie für 80.000 Euro gekauft. Jetzt muss man aber dazu sagen, es ist offen, also wie sagt man, offiziell ist es kein Bauland. Das heißt, meine Freundin lebt da in einer Jurte, ja? Also sie darf da nicht bauen oder jetzt einen Abwasserkanal oder irgendwas haben, Toilette oder so. Also wenn du da ein Zelt aufschlagen willst oder einen Bauwagen, ist das okay. Aber du würdest auf dem Land keine Baugenehmigung kriegen, deswegen in Anführungsstrichen nur 80.000 Euro.
Könnte man da ein Mobile draufstellen, Mobile Home? Wäre das erlaubt? Ja, aber du darfst, du da, also offensichtlich, also offiziell, ich habe heute Problem mit dem Wort offiziell. So, jetzt bist du eingefroren, liebe Maike. haben Land nur ein Wohnmobilheim stellen, wenn du eine Planungsgenehmigung für ein Haus hast und dann darfst du dein Mobile Home 5 Jahre dort haben. Aber offiziell, hier in Irland gibt es immer das Offizielle und im Prinzip interessiert es hinterher keinen mehr. Ist immer so. Okay, aber wie ist das eigentlich, wo wir gerade dabei sind? Das ist, glaube ich, noch ein interessantes Thema. Es gibt ja die sogenannten Geldtauchgebiete. Da haben wir letztes Mal gar nicht drüber Genau. gesprochen. Aber das finde ich nochmal ein spannendes Thema, weil wir haben ja auch die irische Sprache, das irisch-gälische, das tatsächlich ja in einigen Gegenden auch noch offiziell gesprochen wird. Also das sind die sogenannten Geldtauchgebiete, in denen du keine Straßenschilder zweisprachig findest, sondern wo du wirklich alles auch in irischer Schrift, die ja noch mal so ein bisschen verschnörkelter ist, sieht ein bisschen aus wie bei Herr der Ringe, die Elbenschrift. Und in diesen Gebieten kann man auch nicht einfach hingehen und jetzt irgendwie sagen, oh, da kaufen wir ein Stück Land und stellen wir ein Häuschen drauf. Oder habe ich das richtig in Genau, Erinnerung? also in diesen Guelta-Gebieten, da gibt es 5 momentan, die meisten sind an der Westküste. Ja, deswegen sage ich ja auch, für mich das wahre, authentische Irland ist die Westküste. Ja? Also ich lebe zum Beispiel nah an so einem Guelta-Gebiet. Das heißt, das stimmt, wenn du dort Land, wir reden jetzt nur von Land, wenn du Land kaufen möchtest, musst du nachweisen, dass du Vorfahren dort hattest. Ja. Du bist es, kann auch sein, dass du ein Ire von der Ostküste bist, dann darfst du da kein Land kaufen. Das ist einfach nur ein Kulturschutz. Die wollen einfach, dass dort Leute aus der Gegend auch bleiben, am besten Leute, die irisch noch flüssig sprechen, sodass die Sprache einfach nicht vergessen wird. Du darfst aber zum Beispiel, wenn auf dem Land schon ein Haus ist, dann dürftest du das Haus kaufen und dürftest auch darin leben. Okay, also das heißt, vielleicht unterhalten wir uns mal kurz auch über die irische Sprache. Das finde ich nämlich auch spannend. Wir haben ja sozusagen, also für viele von euch wissen vielleicht nicht, was die irische Sprache ist und warum die so anders ist. Wer Englisch kann, spricht deswegen noch lange nicht Irisch. Also wir reden nicht von einem Dialekt des Englischen. Den gibt es auch. Also ich glaube, so viele irische Varianten des Englischen, da kann man ein Lied davon singen. Die reden alle anders. Ich meine, du kannst mittlerweile immer sagen, woher der Busfahrer wohl kommt, weil du das schon im Ohr hast, ne? Wenn der wie der spricht. Aber Irisch Also ist was ganz anderes. ich muss ganz ehrlich sagen, als ich jetzt das erste Mal wirklich privat im Norden von dem Bundesland Mayo, ne, wie die Mayo, die wir auf unsere Pommes machen, heißt halt Mayo. Ich war also im Pub und habe im Prinzip, ich habe wirklich gelacht, aber nicht sie ausgelacht, sondern dieser Dialekt, den die haben, die singen unglaublich. Und ich fand den so schön, aber halt auch so lustig, dass ich da saß mit meinem Pint Guinness und habe echt gedacht, das darf nicht wahr sein. Die Männer haben auch eine sehr hohe Stimme dort und dann geht das so, da, 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 da. Das war schön, wirklich. Die Kerstin schreibt übrigens noch eine Frage zu dem, was du erzählt hast. Dann wäre das Haus meins, aber das Land darauf nicht. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Nee, in dem Falle wäre das Haus und das Land wäre deins. Es ist halt, manche Sachen machen ja auch keinen Sinn. Ich meine, warum darf ich da leben, obwohl da jetzt ein Haus ist? Warum darf ich nicht ein Land besitzen und bauen mit mein eigenes Haus? Ja, keine Ahnung, ist halt so. Ist so. Also wie gesagt, es geht auch um so einen Kulturschutz und auch gerade die irische Sprache. Alle Iren müssen in der Schule irisch-gälisch lernen. Ja, Und die und es ist werden, verdammt hart. bitte korrigiere mich, wenn ich da jetzt was Falsches erzähle, aber ich weiß, dass viele dann auch in diese Gaeltacht-Gebiete gehen, um dort eine Art Sommerschule zu machen. Und das ist Ja, ziemlich ganz genau. streng, ja. Vielleicht kannst du da ein paar Sachen dazu erzählen. Das fand ich auch irgendwie interessant. Genau, also hier gehen die Kinder ja, das Schulsystem ist ja auch anders, ne? Also hier, Kindergarten geht schon ab 4 Jahren los. Die sind 4 Jahre alt, gehen in den Kindergarten und dann haben sie die Primary School, was so ein bisschen unsere Grundschule wäre. Die ist länger, die sind 8 Schuljahre Grundschule und dann gehen sie in verschiedene, ja, wir würden im Englischen sagen Secondary Schools und dann College oder was auch immer, ja.
Die Schulpflicht ist hier beendet mit 16 Jahren. Dann haben die ein auch nationale Prüfung, also ganz Irland schreibt die gleiche Prüfung. Und dann wird halt entschieden, ob sie genug Punkte haben, um dann aufs College zu gehen, Universität, was auch immer. Jetzt habe ich den Faden verloren, entschuldige bitte. Mir Mein ging es Kopf um hat gerade kurz Black. Sie müssen Was war irische die Frage? Sprache lernen. Sie Ach müssen so, in. und genau. Also wenn du in der Grundschule bist, jeder muss die irische Sprache hier lernen. Das ist ein Pflichtfach. Und das ist verdammt hart. Also wie gesagt, was ich sage immer im Prinzip, die irische Sprache ist so eine Verschwendung, weil sie unheimlich viele Buchstaben im Wort hat, aber im Prinzip werden nur zwei Buchstaben betont und ausgesprochen. Ja, das ist wirklich so. Und das heißt natürlich nicht, dass jetzt jeder hier flüssig Irisch spricht. Das ist das Gleiche, wie ich Latein gelernt habe, aber ich weiß halt nichts mehr davon und ich mochte es auch nicht wirklich. Ja, also in den Guelta-Gebieten, wo ich auch hier wohne, ist die erste Sprache tatsächlich Irisch. Also sie sprechen Irisch und dann hörst du bei ihnen auch immer ein komisches Englisch, weil Englisch ist bei ihnen erst die zweite Sprache, die erst in einer weiterführenden Schule gelehrt wird. Wir haben einen irischen Radiosender. Wir haben einen irischen Fernsehsender. Und ich weiß nicht, kannst du was auf Irisch sagen, damit Leute mal so ein, du hast ja schon den Gruß. Also ich bin ja um Gottes Willen nicht flüssigsprachig, überhaupt nicht im Irischen. Ne? Also ich weiß halt ein paar Sachen. Und Ceart Míle Fáilte ist zum Beispiel ein hunderttausendfaches Willkommen. Ceart Míle Fáilte. Slán a Bhaile oder einfach Slán. Slán hört man unheimlich oft. Das ist wie so ein Tschüss. Ja, Slán. Slán a Bhaile, bis wir uns wiedersehen. Und ich müsste nachschauen. Mir fällt jetzt so spontan nicht viel ein. Natürlich weiß ich, also Go mall heißt geh oder dann auch fahre langsam. Aber es ist eine sehr bildliche Sprache. Sie ist sehr beschreibend. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich könnte sie lesen oder wirklich schreiben. Natürlich, wenn man hier lebt, man bekommt mehr mit. Mittlerweile weiß ich, wie man die Sachen ausspricht. Sie haben auch sowas, wie man jetzt im Französischen sagt, un accent aigu oder hier sagen sie aber Father. Father ist dieser Akzent. Ja, ich bin da Also, nicht die Richtige, ja. glaube ich, wenn es um wirklich Irisch geht. Nein, auf keinen Fall. Ich wollte dich auch nicht in Bedrängnis bringen. Aber es ist natürlich etwas, was einem begegnet. Also, das heißt, es ist nicht einfach nur was für Traditionsvereine, sondern es ist wirklich etwas, was Nein. lebendig ist. Und was eben tatsächlich aktiv gepflegt wird. Und das finde ich schon beeindruckend. Weil ich glaube, dass mit der Sprache natürlich auch die Mystik erhalten bleibt und daher vielleicht auch die Legenden und die Geschichten, die Sagen aus der alten Zeit, das schwingt und klingt mit. Allein Und man muss die. auch dazu sagen, es gab ein ganz, ganz tolles Projekt, weil man sagt, na, vielleicht wird die irische Sprache vergessen. Es gab vor ein paar Jahren ein ganz tolles Projekt von einer dieser Gaeltacht-Schulen, wo also eine Schule gesagt hat, was verbindet denn die Menschen? Meistens ist es die Musik. Also haben die Jugendlichen dort, die Instrumente spielen, und das tun die meisten Iren, ja, die haben ja die Musik im Blut, haben sie die damals die Musikcharts, also ich sage jetzt mal Lady Gaga oder Westlife oder all die berühmten Bands, die Lieder haben sie auf Irisch eingespielt und gesungen. War ein Riesenhit auf YouTube, ging wirklich wie viel hunderttausende Klicks auf der ganzen Welt. Und so bleibt natürlich eine Sprache lebendig. Ja. Überhaupt habe ich den Eindruck, ich meine, wenn man sich so bei YouTube und Facebook umguckt, dass gerade die Jugend so ihr kulturelles Erbe durchaus schätzt, dass es nicht so, also zum Beispiel dieser typische Tanz, der wie ein Stepptanz wirkt, aber auch eine eigene Geschichte natürlich hat. Du kannst vielleicht noch was dazu erzählen, den sicherlich einige kennen, so Celtic Steps und so weiter. Gab, wie hieß denn diese große Show, die das überhaupt berühmt gemacht hat? Riverdance. Riverdance, genau. Glaube ich, kennt jeder. Ich habe das auch sehen müssen. Wobei da wird. Müssen. Ja, damals hat mich das nicht interessiert. Das war in der Oh. Münchner Olympiahalle.
Und ich musste da irgendwo mit zu Riverdance und ich war dann hinterher natürlich begeistert, weil es einfach eine Wahnsinns-Show ist. Aber ich weiß halt Ah. jetzt mittlerweile, nachdem ich jetzt ein paar Mal auf so kleinere Events war, die jetzt klein, da waren schon große Sachen dabei. Ich erinnere mich da, die Celtic Steps, glaube ich, heißt das, wo du uns hingebracht Ja. hast. Das war Ja. Wahnsinn. Also das ist unglaublich. Also, und das sind alles junge Leute, die das machen. Das sind richtig junge Leute, die das auch modern interpretieren und die eine unglaubliche Präsenz haben in dem, was sie da tun. Also es gibt ja nicht den irischen Tanz. Riverdance hat ja etwas Wunderbares gemacht für die Iren, Michael Flatley natürlich. Der hat natürlich eine Art des Tanzes auf der ganzen Welt berühmt gemacht. Auf einmal wusste die ganze Welt, was irischer Tanz sind, irische Kostüme, alles, was dazugehört. Der hat natürlich den Iren einen riesen Gefallen getan. Er hat aber auch nur eine Art des Tanzes gezeigt. Und das ist das des sogenannten Competition Dancing, das Wettbewerbstanzen. Das ist, wo sie also eine ganz rigide Bodyform haben, ne? Der Oberkörper darf sich nicht bewegen, die Hände sind zur Faust geballt und sind ganz, ganz nah am Körper. Und das Einzige, was sich bewegt, sind die Beine. Und das ist dieser Wettbewerbstanz, okay? Dann gibt es die Jigs, es gibt die Reels und es gibt die Jives. Aber die Jives, die wir in der deutschen Tanzschule lernen, wo ich auch dachte, ja klar kann ich jiven. Ich habe mich hier sehr lächerlich gemacht, weil deren Jive hier ganz anders ist. Der Jive ist auch so ein halber Stepptanz und ja, es ist immer wieder faszinierend. Und wie du sagst, ich bringe ja fast alle meine Gruppen zu, wie ich finde, der tollsten Tanzshow, wenn es um irischen Tanz geht auf der Welt, hier in Killarney. Im Süden von Irland, die heißt Celtic Steps. Die Produzenten sind mittlerweile Freunde von mir. Und wir haben momentan den weltbesten Freestyle Irish Folk Dancer in der Welt. Du weißt, wen ich meine, den schottischen jungen Mann, der da auf dem Tisch tanzt. Das ist unfassbar. Ja, also du glaubst es nicht, wenn du es nicht gesehen hast, Ja, so ja. dass sowas möglich ist. Und klar, die sind so wie klar, die sind richtige Stars dort auch, ne? Also ich glaube irgendwie, die brauchen sich nicht um Fans sorgen, ne? Also es ist irgendwie ziemlich krass. Und ich meinte dann mit dieser treibenden irischen Musik dazu, die kann ja unglaublich treibend sein und ist, also das ist in dem Zusammenhang, da entsteht eine Atmosphäre, die ist einfach einzigartig. Das muss man erlebt haben. Vielleicht, weil du gerade sagst Musik und wir kennen natürlich immer so, wir kennen natürlich U2, wir kennen vielleicht die Dubliners, wir kennen Sinéad O'Connor. Und was natürlich in Irland ganz wichtig ist, sind die Balladen. Und die Balladen, die immer davon singen, dass die Iren ja gerade in der großen Hungersnot um 1845 nach Amerika auswandern mussten. Weil die ökonomische Lage schlimm war, weil das Essen nicht gut war. Also für mich war Irland immer die Balladen. Und vielleicht, weil wir gerade so beim Thema sind, ich habe ja letztes Mal in unserer Sendung versprochen, dass ich singen werde. Ich habe eine meiner liebsten Balladen einfach rausgesucht. Und wenn ich das einfach jetzt mache, zwei Strophen zu singen, ich liebe das Lied. Und es geht da nämlich, also das Lied heißt Spancel Hill. Und Spancel Hill ist ein Ort im County Clare, wo es immer im Juni seit Hunderten von Jahren die berühmteste Pferdemesse gibt in Irland. Dort wird also jede Art von Pferd, meistens sind es ja die Irish Cobs oder wie man im Deutschen sagt, die Tinker Ponys verkauft, Esel, alles Mögliche. Und Spanceling heißt eigentlich, das waren die Zigeuner, die Travelers, die irischen Travelers, die über die Länder mit ihrer Kutsche gereist sind. Und was mache ich, wenn ich ein Pferd draußen grasen lassen möchte, aber es nicht weglaufen lassen möchte? Dann wird ein Seil genommen, vorne ein Vorderhuf wird mit einem Hinterhuf verbunden und so kann das Pferd nicht wegrennen. Und das ist Spanceling im Englischen. Das ist ein Term. Und daher kommt Spancel Hill und die Pferdemesse. Und dieses Lied wurde, ich muss mal gucken, genau 1850 geschrieben von einem jungen Mann, der Michael Considine hieß. Und der ist mit 20 nach Amerika ausgewandert, weil er dort Geld machen wollte und hat seiner damals Angebeteten, die Mary McNamara hieß, typischer Claire-Name, hat er gesagt, ich mache jetzt ein bisschen Geld und dann hole ich dich rüber und dann haben wir hier ein wunderbares Leben, was wir in Irland nicht haben können.
Das Schlimme ist, dass er mit 23 Jahren, also nur 3 Jahre später, schwer krank wurde und gestorben ist. Er hat aber dieses Lied noch geschrieben über, wie er sich also an seine Heimat Spencil Hill erinnert und wie er sie halt vermisst. Und ich würde einfach mal 2 Strophen singen. Ich hoffe, ich Möchtest bin du ein eingesungen. bestimmtes Bild im Hintergrund haben dazu? Hast du irgendwas Romantisches? Was Romantisches? Ja, hier, wie wär's damit? Okay, lassen. Ja, die gibt es ja viel im County Clare. Also ich singe nur 2 Strophen, weil wie so ein irisches Lied ist, die haben unheimlich viele Strophen, weil ja in jeder Strophe was erzählt wird. Okay? Also. Last night as I lay dreaming of pleasant days gone by, me mind been bound on rambling to Ireland I did fly. I stepped on board a vision and I followed with a will. Till next I came to anchor at the cross of Spencil Hill. It being 23rd of June, the day before the fair, when Ireland's sons and daughters and friends assembled there. The young, the old, the brave, and the bold came their duty to fulfill. At the parish church in Cluny, a mile from Spencil Hill. Vielen Dank, liebe Also das Maike. ist einer meiner lieblingsirischen Folksongs. Ich liebe die Melodie und den hört man ganz oft in den Pubs und meistens mit einer Violine oder mit einer Boron, mit unserer Trommel dabei. Gut, das Orchester hatte ich jetzt nicht und mein Hund schläft, also der hat auch nicht geholfen. Das ist das beste Zeichen dafür, wenn der Hund schläft, dann hast du es gut gemacht. Oh Mann, oh Mann. Klasse, total toll, vielen, vielen Dank. Und ich finde, es hat so eine Gerne. typisch irische Melodie auch gehabt. Na? Die Balladen, die haben immer so was Melancholisches natürlich auch. Ja. Da haben wir auch das letzte Mal auch schon uns drüber unterhalten. Melancholie ist auch etwas, was, glaube ich, mit zur irischen Natur dazugehört. Ja. Also ich sage immer, die Menschen, und das ist wirklich so, unser Wetter ändert sich hier jede 10 Minuten, kannst du sagen. Okay, gerade im Winter, da ist das Connemara-Pony, ne? Das passt jetzt schön zur Pferdemesse. Und so ist aber auch der Charakter der Menschen. Also die Iren sind entweder unglaublich betrübt oder unglaublich glücklich. Es gibt hier keine Grauzone. Es gibt hier auch, ich habe noch nie einen Iren gehört, der maybe, vielleicht sagt. Es gibt das nicht wirklich. Du sagst entweder ja oder nein. Aber vielleicht, maybe ist hier etwas, das gibt es einfach nicht. Und das Wetter ist entweder gut oder schlecht. Ja, es ist entweder Tag oder Nacht, aber es ist nichts dazwischen. Das In-Between gibt es hier nicht. Es gibt höchstens in between die Anderswelt. Das wäre mal noch mein eigenes Thema. Ich glaube, heute werden wir nicht mehr über die Fairies uns unterhalten. Ist aber nicht schlimm, denn Es dann gibt machen wir eine das. dritte Sendung. Wir machen dann vielleicht, wenn ihr wollt, mal eine Sondersendung zum Thema irische Fairies und Geister. Das können wir gerne machen. Dann bereiten wir uns dann richtig noch mal vor. Ich würde sagen, du erntest hier übrigens großes Lob. Du kannst es hier nicht lesen. Nein. Ich sag einfach mal, Dore, ich blende mal so ein paar Bemerkungen ein. Das kann ich machen. Hier schiebe ich mal nach oben. Dieses Lied habe ich dort auch, wie schön. Ach je. Ja, Mensch, herzlich gern. Es berührt mich auch immer. Dankeschön. Ja, das ist doch toll. Ich bin jetzt hier einfach mal so frei und Ach, ich muss nah rangehen, weil ich es nur so klein sehe. ja, aber Ja, hier. danke, Elke. Ach. Genau, also, Ja. das siehst du. Also, wie Schön. gesagt, wir werden auf alle Fälle, weil einige sind jetzt sagen, schade, aber wir werden auf alle Fälle, ihr seht, es gibt so viel zu berichten und ich finde es so toll, einfach auch in dieser Zeit, wo wir jetzt noch nicht miteinander reisen können, auch mit dir was zu machen. Und ich.
Von mir aus, also ich sag mal, es wird ja erst sehr hektisch hier mit Reisen so im Mai. Und ich bin absolut dafür, dass wir, wann immer es passt, wir können gerne noch ein paar Irland-Sendungen machen. Irland scheint ja wirklich die Menschen zu faszinieren. Und es gibt ja so vieles, was man einfach noch erzählen und zeigen kann. Also von meiner Seite aus, Christopher, auf jeden Fall, natürlich. Dann ist das hiermit geritzt. Wir machen eine Sendung Spezialität über die Fairies und werden auch ein paar der Fairies vorstellen. Den Leprechaun selbstverständlich und den Puka und die Banshee und was weiß ich und wie sie alle heißen. Da werden wir mal eine Sondersendung machen dazu und schauen mal, wie weit wir dann kommen, Maike, weil es ist einfach so nett, mit dir zu plaudern. Und jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, unsere Gäste auf unseren Reisen, die lachen hundertprozentig nicht. Weil entweder rede ich oder die Maike oder wir beide oder Oder wir beide singen. oder wir singen. Wollen wir noch eins zum Besten geben zum Abschluss, liebe Maike? Bist du da? Meinst du, wir machen das noch? Den, Was wir, möchtest du wir, denn singen? ich, ja, ich würde dann gerne hier singen. Oh, okay. Du singst einfach und ich mach dann, ich versuche da irgendwie eine zweite Stimme oder was mit reinzusingen. Ja, also, es ist tatsächlich etwas, was ihr normalerweise nur erlebt, wenn ihr auf unserer Nordirland-Reise seid, also durch den Norden Irlands. Dann kommen wir natürlich zum Grab von William Butler Yeats, ein Poet meiner Jugend. Und natürlich muss er an Ja. seinem Grab stehen mit dem wunderschönen Spruch: Cast a cold eye on life, on death, horsemen pass by. Also, das ist schon sehr mystisch. Ich meine, die irischen Friedhöfe an sich sind nicht so mystisch insgesamt. Sind oft sehr schlicht. Also nicht so wie jetzt ein verwilderter Friedhof. Aber dieses Grab muss man einfach besucht haben, William Butler Yeats. Und er hat ein wunderbares, ein sehr berühmtes Gedicht geschrieben, das er zu einer Melodie dann dazu gedichtet hat, die es bereits vorher gab, also ein altes irisches Volkslied. Und das ist Sally Gardens. Und Sally, das ist eine Weide. Also the Sally Gardens sind die Weiden, ein Weidengarten. Und ja, ich würde sagen, wenn du bereit bist, Maike, vielleicht singst du einfach mit. Oder du, Ja. ich habe jetzt natürlich nicht so eine wunderschöne Stimme wie du, Maike, aber ich gebe mein Bestes. It was down by the Sally Gardens, my love and I I did. did meet. She passed the Sally Gardens with little snow-white feet. White feet. She bid me take love easy as the leaves grow on the tree. But I, being young and foolish with her, would not agree. So, das war die erste Strophe. Ich habe gemerkt, wir haben einen Delay zwischen Irland und Deutschland. Das war jetzt mehr ein Echo, deine Stimme, aber total super. Also toll. Ich bin Ja. sofort wieder ans Grab von Yeats zurückversetzt. Was sagt man dazu, Also. liebe Gäste? Das ist ja wohl, glaube ich, der beste Grund, mit uns zu reisen, damit ihr das live hört, wenn es sich wirklich gut anhört. Also wenn das kein Verkaufsargument ist, Es mit ist uns zu einfach. kommen auf diese wunderbare Insel. Und im Gegensatz zu jetzt, ihr kriegt es synchron. Also, wir kriegen das dann schon synchron hin. Mit einem irischen Tanz dazu. Ja, versprich mal nicht so viel. Mit dem irischen Tanz, da übe ich noch. Weiß ich nicht, ob ich das bis dahin hinkriege. Oh Also, es ist Gott. gebongt. Ihr kriegt noch mal Geschichten aus der Anderswelt mit Irland. Und ich hab so das Gefühl, dass wir uns noch öfters mal hier sehen. Und weil ich glaube, wir haben hier Leute, die sich wirklich interessieren für die Stories. Und es gibt so viel zu erzählen. Und gerade wenn man Ja, Maike ja. an der Strippe hat, ändert das. Also wir brauchen gar nicht jetzt hier ein Programm planen. Wir brauchen wir nicht, ne? Weil wir haben einfach
Wir haben einfach das, was da ist. So, ihr lieben Genau. Leute, das war unsere heutige Kostprobe Irland für euch. Und ich werde es wagen und werde euch als Abschluss, ja, nee, ich werde es nicht wagen. Das kriegt ihr das nächste Mal. Ich habe ja einen Trailer gemacht. Ich habe ja das Lied des Emmerine, habe ich ja auf Irisch eingespielt. Aber das habe ich jetzt hier nicht parat. Das. Marley, nochmal tschüss, komm mal her. So. Genau. Okay. Und der Hund ist wieder wach und der Hund sagt auch tschüss. So. Also, der wahre in jedem irische Fall. Hund. Ja, ich freue mich sehr auf ein nächstes Mal. Und dann würde ich doch mal sagen, ja. Liebe Maike, schöne Grüße auf die grüne Insel. Und bye, bye. Schöne Grüße an alle da draußen, die dabei waren. Mali, schöne Grüße auch an dich. Und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Alles klar. Bis dann. Liebe Grüße. Tschüss. Ciao.